So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am, oh, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen durch die Gegend gucke, obwohl ich hier gerade schon am Anmoderieren bin. Heute am Freitag, das müsste die Freitagsfolge sein, wenn ich mich jetzt nicht, warte mal kurz, ich habe vorhin, habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag aufgenommen? Ja, das ist Freitagsfolge. Alles klar, hallo, ich müsste mir mal einen Zettel machen. Ich glaube, ich mache mir mal einen Zettel, wo ich draufschreibe, welche Folgen ich schon habe. Passt mal auf. Was ist das hier für ein Zettel? Das ist natürlich, ja, okay, ich mach das vielleicht nachher. Vielleicht mache ich das nachher, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Zettel hier, weil ich habe nämlich meinen Schreibtisch am Wochenende aufgeräumt und deswegen sieht das hier alles so schicki-lacki aus. Passt mal auf, ich habe ganz viel Gezeugs mal wieder in meiner Tasche. Gerade, ich kann die Eier mal wegpacken. Ich möchte nämlich Folgendes heute machen in der Folge, in dieser Folge. Diese Folge möchte ich jetzt gerne dazu mal nutzen. Meine Taschen, also ich habe ja so ein bisschen, ist das dein Ernst? Steht ihr draußen? Ihr seid rausgeglitscht oder was? Ihr seid rausgeglitscht. Es ist nicht wahr. Okay, die sind rausgeglitscht. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte diese Folge jetzt heute mal nutzen, um mein Inventar aufzuräumen. Meine Taschen aufzuräumen. Mal ganz kurz gucken, was hier schon wieder los ist. Ah, die Lore ist unterwegs. Hier zischt sie gleich vorbei. Wenn man das Zischen nennen kann. Aber sie ist gerade vorbeigefahren. Ich dachte schon gerade eben wieder, dass sie stehen geblieben ist, aber ist sie nicht. Guti, ich möchte mein Inventar ein bisschen umräumen, aufräumen. Oben die Lagerhalle ein bisschen einräumen. Also diesen Lagerraum, den ich da jetzt erschaffen habe, ein bisschen einräumen. Vielleicht noch ein bisschen hier eine neue Kiste, da eine neue Kiste. Und dann schauen wir mal, wie wir das alles weitermachen. Schilder bräuchte ich noch ein paar dafür. Die sind zwar recht teuer, aber die werden wir trotzdem erstellen. Und dann werden wir mal gucken. Ich habe Stäbe habe ich noch in der Tasche. Hier sind nämlich Fichte. Ich nehme Fichte dafür. Ich habe gerade so viel Fichte. Das ist echt der Wahnsinn. So, pass mal auf. Das dahin, denn die Geschichte oben drauf. Wie viele Schilder brauche ich? 10? 30 Schilder? 30 Schilder sind ganz schön viel, ne? Machen wir. Alles klar, jetzt haben wir 30 Schilder. Oh, ich vergesse immer, dass ich hier nicht in Skyfactory bin. Deswegen habe ich hier gerade schon wieder die Sachen weggeworfen. Und, ja, dann fliegen sie halt gleich durch die Gegend, ne? Pass mal auf, dann können die Setzlinge hier drüben rein. Also ich werde jetzt erstmal noch nach dem alten System erstmal alles wegsortieren, was ich so gerade in der Hand habe. Damit ich meine Tasche leer bekomme und dass wir oben die Kisten voll bekommen mit den ganzen Steingedöns, was ich so alles habe. So, und dann werde ich jetzt nämlich, das ist nämlich die nächste Kiste. Dann bauen wir nämlich hier eine, wie heißt es? Andesit. Also, Andesit. Genau, Andesit kommt dahin, kommt da oben rein. Da können schon gleich die polierten Andesits rein. Ich will hier. Kommt eine Werkzeugkiste. Werkzeug. Und da kommt tatsächlich nur Werkzeug rein. So, zack, 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 zack. Ja, nur Werkzeug, auch keine Waffen. Waffen auch nicht. Nee, auch keine Waffen. Nur Werkzeug. Nur Werkzeug. So, und ich mache hier eine Kiste. In diese Kiste kommen Türen. Strich, obwohl Türen, genau, wir haben ja eh, warte mal, wir machen das anders, und zwar dann Leitern und Treppen, dann kommen hier Treppen, Leitern und Türen rein, zack, genau, dann kommen die beiden Sachen da rein und dann haben wir das nämlich auch weg. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Dann kann ich jetzt nämlich schon mal anfangen, die erste Kiste hier unten leer zu räumen. Mit den Bruchsteinen. Wobei ich wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ich brauche wahrscheinlich eh sehr, sehr viele. Also ich habe jetzt ja oben zwei Kisten stehen, die ich für Bruchstein vorgesehen habe. Da werde ich wahrscheinlich mehr brauchen. Kann gut sein, dass ich da nochmal zwei mehr für ranholen muss. Zwei Kisten. Ich will halt unten das ein bisschen leer räumen. Um halt zu gucken, was ich dann, wie ich das dann mache. Ah, guck mal, jetzt habe ich jetzt oben schon Andesit gesagt, ne? Dann machen wir das anders. Dann kommt das Schild da wieder weg. Der Andesit kommt da oben wieder raus. Ich will nämlich tatsächlich dies hier auch für. Ich habe genau Bruchstein. So, fertig. Und da kommt auch Bruchstein rein. Bruchstein.
Dann habe ich nämlich die beiden, diese vier Kisten insgesamt für Bruchstein. Und hier kommt Enders Eat rein. Und zwar oben. Egal, ob poliert oder nicht. Das war Stein, ne? Das ist Stein und kein Enders Eat. Das heißt, wir können hier, da mache ich Stein rein. Stein. Dann habe ich gleich, die Kiste für Stein. Sehr cool. Werkzeug, Eimer sind Werkzeuge, eindeutig. Also Eimer sind eindeutig Werkzeuge. Also wer da was gegen hat, sagt, der, also für mich ist ein Eimer eindeutig ein Werkzeug. Kann ich das eigentlich irgendwie? Ne, kann ich nicht. Ich dachte, wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, würde das. Oh, ich habe nicht so viel Platz. Das wäre jetzt ja schön, wenn ich das noch alles mitkriegen würde, ne? Nein, das will ich nicht. Zack. Kriege ich hier noch ein paar Brathähne rein? Natürlich nicht, aber hier gehen welche rein. Beziehungsweise hier geht auch sonst noch Essen rein. Das ist ganz gut, dann kann ich hier noch ein bisschen mehr mitnehmen. Dann haben wir die Kiste nämlich schon mal leer. Und dann kommt hier aus der Kiste noch ein bisschen was mit. Einmal hier kurz reingeguckt. So. Dann werden wir nämlich ordentlich die ganzen Kisten unten mal leer räumen. Und ja, alles so, was so eingelagert wird, gerade so solche Geschichten wie hier diese Bruchsteine, das alles mal nach oben verlagern. Und wenn ich das dann brauche, so wie jetzt zum Beispiel für die Skybridge, die ich ja irgendwann mal wieder fertig bauen möchte, dann kann ich halt hier oben direkt rangehen und weiß, dass das alles hier oben drin ist. Gut, da unten wusste ich auch, dass es da unten drin ist, aber die unteren Kisten möchte ich lieber für andere Sachen haben. Ich weiß zwar jetzt noch nicht was, aber irgendwas anderes, irgendwas cool. Oh, fuck, ey. Ich hab schon wieder das Schild auf. Das muss ich mal so machen, genau. Ich hatte das Schild auf Schnellauswahl sozusagen. Also ausgewählt gehabt und deswegen ist es da sofort. Pass mal auf, ich will mal hier oben ein bisschen mehr ausleuchten, dass hier keine Monster mehr spawnen. Ne? Das war ja das letzte Mal. Oh ja, hier ist es tatsächlich sehr dunkel drin. Das müssen wir einmal kurz ändern. Das sieht gut aus. Dann kann ich nämlich jetzt auch nachts, nachts kommen ja definitiv hier keine Monster her. Beziehungsweise vielleicht sind draußen Monster, aber die kommen nicht rein, weil die Türen ja alle zu sind. Und dann kann ich jetzt hier trotz Nacht noch weiterarbeiten und die Sachen weiter rüberschleppen. So, die ganzen Bruchsteine, immer alles aus den Kisten rausholen, egal wo die jetzt drin sind. Weil jetzt kommen wir nämlich langsam an den Bereich. Hier sind nämlich auch noch Bruchsteine in den Kisten. Da war jetzt Kies, ne? Hier ist jetzt teilweise Bruchstein in den Kisten gemischt mit anderen Sachen. Und da können wir dann halt mal gucken, dass wir das jetzt auch alles rüberkriegen und weiter verarbeiten. Nicht unbedingt, aber halt zusammenstacken, dass wir jetzt wirklich die, gerade bei sowas wie Bruchstein, separate Kisten haben, ne? Dass es nicht überall rumfliegt. Guck mal, jetzt habe ich jetzt hier, ich habe unten noch schon wieder Kisten frei, ne? Die könnte ich jetzt ja mal eigentlich abbauen. Dazu wäre es ganz nice, wenn ich eine Axt dabei hätte, mindestens. So, nehmen wir mal die Steinaxt hier, das reicht. Dann hauen wir nämlich die beiden weg. Das ist eigentlich total dämlich, was ich die ganze Zeit mache mit den, ich kann doch auch, so nehme ich doch viel schneller auf. Das ist eigentlich total dumm, dass ich da die ganze Zeit in die Kiste reingucke und mich da durchklicke, anstatt einfach die Kisten zu zerschlagen und dann einfach die Sachen aufsammeln. Oh, der Tizian wieder. Immer das Gleiche. So, Bruchstein. Jetzt habe ich nämlich Folgendes über. Ich habe nämlich jetzt, da kommt mal die Kiste hin. Ich kann jetzt halt nicht auf die Fensterscheibe ein Dings machen, ne? Das ist auch doof. Ich kann jetzt nicht an die Fensterscheibe ein Schild dran machen. Das sieht doch scheiße aus. Oder? Also es sieht scheiße aus, aber es nützt ja nichts. Dann kommt nämlich hier, kommt Kies rein. Und wie heißt das Zeug? Diorit. Okay, dann kommt in diese Kiste Diorit. Das kommt da rein. So. Guti, dann holen wir mal den Rest, der da rausgefallen ist aus der Kiste. Beziehungsweise wenn da nichts liegt, dann machen wir die nächste Kiste kaputt. Zack. Und da kriegen wir jetzt auch wieder ganz viel Zeug. Das ist ja viel, viel schlauer als das, was ich vorher gemacht habe. Kies, Diorit, dann kommt hier jetzt Sand. Wobei das Schild. Naja, ich mach das da hin. Sand. Zack.
dann ist es halt gegen die Scheibe. So, hier habe ich jetzt eine Treppe, ne? Die würde ich jetzt erstmal da reinmachen, weil es ist ja eine Treppe, ne? Da muss ich nochmal gucken, ob ich das umschreibe und dann irgendwann sage, okay, da kommen dann tatsächlich nur Treppen, Holz und so weiter rein und nicht alles Mögliche. Bruchstein. Okay. Kies, was ist das? Das ist Andesit, das ist auch Andesit. Das ist Kies, das ist auch Andesit. Und hier haben wir das Diorit. Okay, und nee, nicht Werkzeug, sondern nee, Andesit da oben. So. Achso, das ist ja poliert und nicht poliert, ne? Sand, Diorit, Kies, Bruchstein, genau, alles klar. Dann ist das schon mal sortiert. Jetzt habe ich hier noch Kohle, ne? Kohle kann eigentlich erstmal da bleiben. Das ist auch erstmal sauber. Diese Essensgeschichten. Ich möchte ja am liebsten den Lagerraum, der da drüben ist, der hier drüben ist, den will ich so auflösen, dass der dann quasi später ein Lagerraum wird für die Küche mit, dass die Küche hier mit reingeht. Vielleicht machen wir das sogar so, dass hier die Küche reinkommt. Das wäre ganz gut. Und hier drüben ist nur eine kleine Lagerkammer. Hier kommen dann nochmal die anderen Kisten rein, hier wo Dings drin ist. Sowas wie Kohle zum Beispiel, was ich halt brauche für die Werkzeuggedönse und die Frisalien halt einzeln gelagert sind und so weiter und so fort. So könnte ich mir das auch gut vorstellen. Und hier vorne bauen wir irgendwas anderes hin. Hier kommen irgendwelche Möbel hin oder so. Da muss ich mir mal nochmal was einfallen lassen. So, das ist Granit. Das kann eigentlich auch erstmal so bleiben. Da sind nur Federn drin. Das passt eigentlich auch. Hier ist noch eine bunte Kiste. Die wollen wir mal auflösen. Und zwar komplett. Kommt mal her. Das sammeln wir einfach mal alles so auf. Da wollen wir auch erstmal gucken. Das ist Bruchstein. Ja. Bruch. Kies. Und Diorit. Zack, haben wir auch abgelegt. Gut, das passt. Dann ist die Kiste da unten auch wieder aufgelöst. Oh, hier ist die Tür offen. Ne? Das müssten wir eigentlich auch mal verschließen. Nicht, dass irgendwie ein Skelett oder so vom Dach runterfällt auf den Balkon und mir dann Besuch abstattet. Das wäre ja auch dumm. Die Kiste ist leer. Dann können wir die mal abbauen. Weil leere Kisten brauchen hier nicht rumstehen. Hier ist eine Kiste mit Granit. Ne, komplett mit Granit schon. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, was ich damit mache. Hier sind jetzt halt bunte Kisten. Das sind alles bunte Kisten. Hier ist aber Werkzeug drin. Das ist Werkzeug. Das ist auch Werkzeug. Werkzeug. Das ist alles Werkzeug. Okay, ist hier auch noch Werkzeug drin? Nee, ist hier Werkzeug drin? Nope, da auch nicht. Okay, dann kommen jetzt erstmal die ganzen Werkzeuge hier in die Werkzeugkiste. So, zack, alles einmal rübergelegt. Dann würde ich tatsächlich hier eine Kiste hinstellen. Aber will ich hier im Flur eine Kiste haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde jetzt hier drinnen weiter anfangen, Kisten aufzustellen. Und zwar kommt jetzt da eine hin. Dass ich da die Fackel dran gemacht habe, war jetzt nicht sehr schlau, aber auch nicht besonders dumm. Also, warte mal, wir machen das einmal kurz anders. Genau, das werde ich einmal umändern, dass die Fackeln ein bisschen tiefer kommen. Beziehungsweise jetzt kommt da oben mal eine Fackel ran. So, dann haben wir den Raum tatsächlich ein bisschen besser ausgeleuchtet. Jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, jetzt wäre eigentlich die richtige Zeit für, dass der Enderman stirbt. So, jetzt kommen Waffen und Rüstungen. Genau. Und eigentlich machen wir es anders. Hier kommt Werkzeug rein. Werkzeug. Hier kommen die Werkzeuge rein in die Kiste, weil ich möchte die Kiste, die hier vorne ist, wo ich jetzt gerade die Werkzeuge reingelegt habe, die hier, daraus möchte ich gerne die Kiste machen für Granit. Ne, daraus möchte ich gerne die Kiste für Granit machen. Kann ich das denn nicht umschreiben oder so? Ne. Das ist, ich kann es echt nur durch... Habe ich in der Kiste noch gar nichts? Ach, die ist auch noch leer. Lol, okay. Dann kommt... Ne, pass mal auf, das nicht. Granit, ne? Achso, warte. Granit. Ich glaube so, ne? Granit. In der Kiste habe ich jetzt noch gar nichts drin. Okay, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. So, jetzt habe ich gesagt, hier oben ist Werkzeug, ne? Werkzeug. Das Ganze, die ganzen Werkzeuge, die ich jetzt so mittlerweile ersammelt habe. Bis auf die Axt, die kommt gleich wieder zurück. Ah ne, da ist die andere Axt, die behalten wir.
Warte mal, Dings habe ich jetzt auch noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt erstmal die Granitkiste unten auflösen gehen. Die hier. Komplett. Genau. Das ist doch Granit, ne? Ja, genau, Granit, alles klar. Habe ich auch richtig geschrieben, glaube ich, ne? Granit, ja, alles klar, passt. So, da kommt Granit und das poliert die Granit rein. Dann haben wir das nämlich auch einmal. Sehr schön. Und da oben habe ich noch eine Kiste frei. Da weiß ich noch gar nicht, was ich da reinpacken soll. Ach, Erde kann ich da reinpacken. Genau, da schmeißen wir Erde rein. Das ist ja eine... Warum mache ich das schon wieder? Das ist ja eine gute Idee. Da packen wir einfach Erde rein. So, dann haben wir nämlich die ganzen Materialien, die man so aus dem Boden bekommt, haben wir dann quasi hier oben gesammelt und gelagert. So, ich mache jetzt noch die Erdkiste fertig. Erde. Zip. Einmal die Erde da rein. Und dann stellen wir noch zwei Kisten drüben einmal ganz kurz auf. Dann bin ich jetzt heute nicht dazu gekommen, schade eigentlich, über die Schlucht das Glas zu legen. Das wollte ich eigentlich noch machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich über die Schlucht das Glas noch legen. Das habe ich nicht geschafft heute. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Dafür haben wir aber ganz, 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 ganz viel aufgeräumt. Ne? Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr zu meinem Lagerraum hier sagt. Wie ihr das so findet. Und würde ich mich da sehr über ein Feedback von euch freuen. Schreibt es mir noch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. Danke fürs ganze Feedback, für die Likes, für die Abos. Dankeschön. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.